Also speziell zu der Übung, wenn ich mich jetzt mit meiner eigenen Akasha-Chronik verbinde, ist es Ja. dann auch möglich zu fragen, ob ich mich jetzt mit meinem verstorbenen Vorfahren, zum Beispiel jetzt mit meinem Vater, verbinden kann. Also Ah ja, auf jeden Fall. dass der zu mir spricht. Auf jeden Fall, meine Liebe. Warte, ich schreibe mal ganz kurz was auf. Ja, du kannst auch ganz toll, danke, dass du die Frage gestellt hast. Du kannst auch ganz spezifisch fragen, kann dieser besondere Vorfahre hervortreten und mit mir kommunizieren? Klienten machen das oft, wenn jemand verstorben ist, dass sie fragen, kann ich mit meinem Opa sprechen, mit meinem Sohn sprechen, meinem Kind oder sowas? Manchmal wird gesagt, ganz selten, dass die sich ausruhen. Das habe ich schon ein paar Mal gehört und es war meistens oder eigentlich immer nach einer sehr langen und schwierigen Krankheit. Also, wo der Körper richtig schon lange sich vorbereitet hat auf den Abschied, aber die Seele noch nicht so richtig bereit war. Da habe ich schon öfter gehört, die sind sich noch am Ausruhen. Ansonsten kommen die eigentlich gerne durch. Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele, wo das bei mir in Lesungen so war, okay? Nicht das einfach nur, damit ihr nicht euch nur auf den Namen konzentriert, sondern auch merkt, dass die Energie sehr klar durchbringen kann, mit wer eigentlich jetzt gerade da redet. Ich hatte mal eine Klientin und die hat gesagt, ich hätte gerne mit meiner Oma gesprochen. Und dann kam eine, was ich beschreiben würde, Oma als Bild durch. Und dann sage ich, ja, das ist aber komisch. Ich sehe zwei Damen und die streiten sich um dich. Und du stehst in der Mitte und die eine zieht am einen Arm und die andere zieht am anderen Arm. Und dann fing die Klientin an zu lachen und sagt, oh Gott, so war das, als ich klein war, haben wir in einem Haus gewohnt. Rechts von uns im Haus war die eine Oma und links von uns im Haus war die andere Oma. Und wenn ich vom Kindergarten heimkam, haben sie beide mit dem Mittagessen auf mich gewartet und sich um mich gestritten. Und es ist nicht, dass die sich jetzt auf der anderen Seite um sie streiten, sondern die meisten Lehrer haben mir das so gezeigt, dass sie wusste, oh okay, jetzt ist meine Oma wirklich da. Zum Beispiel. Ja. Anderes Beispiel war, da kam ein Herr und er sagte, die einzige Frage, die er gestellt hat, wie geht es meinem Sohn? Ich wusste nichts darüber oder so. Und ich habe angefangen, also es war in Englisch, mit dem Herrn zu sprechen, so, ich würde sagen, eine Ghetto-Sprache. Also ich kann es auch jetzt gar nicht wiederholen, weil ich so nie rede. Aber, und dann die Finger gingen die ganze Zeit bei mir so. Und dann, es war mir so unangenehm. Und dann sagte er, oh Gott, genau so hat mein Sohn immer geredet. Und er wurde umgebracht und er war in der Gang. Und er wollte halt wissen, wie es seinem Sohn geht. Er wusste nicht, also wer ihn getötet hat. Und da haben die meisten Lehrer auch nichts drauf gesagt. Aber alles, was sie gesagt haben, ging es immer nur darum, wie gut es ihm geht, dem Sohn. Und dass der Vater sich keine Sorgen mehr machen muss. Und dadurch, dass ich das nicht wusste und es so durchgekommen ist, konnte der Vater das ohne Zweifel annehmen. Also es ist echt tolle Erfahrung. Noch eins, jetzt fallen mir die alle ein nach und nach. Als ich hier in mein Haus gezogen bin vor 6 Jahren, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich hätte gern ein Akasha-Chronik-Seminar hier im Haus, damit die Energie so richtig schön anfängt. Und dann habe ich das ausgeschrieben und da waren einige Leute, 9 Leute kamen. Ein Ehepaar, die waren schon Klienten von mir. Dann kamen 3 Leute aus Chicago, die waren Neurologen. Und die wollten, es musste alles geheim bleiben für die. Die wollten nicht, dass das bekannt wird. War sehr interessant mit denen, weil die halt so ein anderes Denken haben, das zu beobachten. Und dann noch so ein paar andere. Und wir gehen so durchs Seminar durch, wie ihr hier auch. Und am Ende des ersten Tages, das sind die ersten 2 Treffen, die ihr hattet, wo ihr nur für euch lest, da sagte das die Frau von dem Ehemann, also das Ehepaar, die Frau,
die sagte zu mir, jetzt muss ich alles überdenken, was ich je in meinem Leben gelernt habe, wenn das stimmt. Und ich wusste, dass ihr Sohn sich umgebracht hatte. Aber niemand anders wusste das. Und dann am zweiten und am dritten und am vierten Tag, wo die angefangen haben, Lesungen auszutauschen, jede Lesung, die sie erhalten hat, kam eine Nachricht von dem Sohn durch. Ohne dass die anderen wussten, dass sie schon eine Nachricht bekommen hat, immer wieder kam der Sohn durch, mach dir keine Vorwürfe, es hatte nichts mit dir zu tun, es hatte was mit der Schule zu tun. Der Junge war, ich denke, schwul, sagt man in Deutsch, und wurde halt immer missbraucht in der Schule deshalb. Und er konnte damit nichts anfangen. Aber als Elternteil macht man sich wahrscheinlich immer Vorwürfe. Aber es war wirklich so bemerkenswert, wie immer wieder die Nachricht durchkam, ich fühle mich wohl, ich liebe euch, bitte lebt euer Leben weiter, wir sehen uns wieder. Von jedem anderen Teilnehmer, wo die eine Lesung hatte, kam die Antwort durch. Und die Frau, die sah ganz anders aus, wie die wieder weggefahren sind. Also so passiert es auch. Einmal fragen wir danach. Manchmal kommen die durch, ohne dass wir danach fragen, weil sie einfach was sagen wollen, wie zum Beispiel bei diesem Sohn. Und dann kann es auch sein, dass wir als Leser vielleicht sagen, gibt es irgendjemand, der ihr damit helfen kann, dem Klienten zum Beispiel? Also in drei Varianten könnte es durchkommen.